Ach, und eins noch, falls hier jemand von der Insel Usedom zuschaut und für sein Unternehmen, vorzugsweise Hotel, Restaurant, einen Social Media Experten sucht, fragt mich. Ihr findet auf der Insel definitiv keinen besseren. Klingt arrogant, aber ich weiß, was ich weiß. Ich weiß, was ich kann. Und auf der Insel gibt es keinen besseren. Schon gar keinen, der sich so gut mit Fotografie und Videografie auskennt. Und das Visuelle ist in den sozialen Netzwerken sehr wichtig und gerade Video das große Ding. Tag, es ist Montag, der, weiß ich jetzt, also der 15. natürlich gestern war. Ja, auf dem Tanz. Es ist Montag, der 15.02.2016. Und ich habe es gleich mal genutzt, dass Kumpel nicht da ist. Ich liege länger im Bett. Es ist jetzt 8 Uhr und ich weiß nicht, blende ich ein. Auf jeden Fall spät. Ja, jetzt stehe ich mal auf und kümmere mich um das Video von gestern. Ich habe da gestern kein Land mehr gesehen. Point like I'm Kobe, Kobayashi, I'm nose and feeling so cozy. I'm slowing up a rap, so I keep the low key. Postman posting notes, acting like he knows me. I was never. Oh, regnet gar nicht so doll. Könnte doch joggen gehen. Nein, ich schaffe gerade nicht mehr. Boah, kaum denkt man, man hat ein bisschen Zeit, fängt man auch gleich an zu schludern. Es ist jetzt 11 Uhr und ich habe noch nicht mal die Hälfte vom Video fertig von gestern. Das ist zum Kotzen. Aber ich musste auch ein bisschen was erledigen. Ich musste telefonieren mit Jens gerade, musste ein paar Sachen besprechen und. Naja, ich wollte mit euch heute eigentlich über irgendwas sprechen. Ich weiß gerade nicht so recht. Ne, ich muss das Video erst fertig machen, eins nach dem anderen abarbeiten und dann läuft das. In the cold winter breezes. Yeah, she need a change with the seasons. Yeah, she need to sign off and leave them, but I know that I won't, cause I don't believe them. But I know the iPhones, the eyeballs, the beepers. Yeah, I'm kinda like icons and sneakers. I might leave a light on or lie underneath it. I might hear it right through a mic and a speaker. Life isn't nice, but it's nice to just meet ya. He fights for his life at night with a fever. A night isn't nice with the ice and sativa. I stabbed her with a knife for a fiver and a beaver. Get a drunk body in the trunk of rap ether. Captain Crunch, master of the funk, but I'm leader. I keep it hot in the coldest oh, weather. Mann. So knapp wie heute war noch nie. Oh. Das Video ist noch im Hochladen und es ist schon kurz vor 1 und um 2 muss ich anfangen. Ich muss hier also um spätestens 13:30 losgehen. Naja. Wirklich so knapp war es noch nie. Und das liegt echt daran, ich bin echt geschlaucht von den letzten Tagen. Irgendwann schon Wochen von der Arbeit. Also nicht mal wegen dem Video. Klar macht es mir zusätzlichen Stress, aber das ist was anderes. Da habe ich Bock drauf, da habe ich richtig Spaß dran. Und dafür verzichte ich auf eine Stunde Schlaf. Gerne. Das trägt natürlich mit dazu bei, klar, aber es ist eher der normale Job. Und naja, und für was man, an was man Spaß hat, dafür nimmt man sich halt auch gerne die Zeit. Niemand ist zu beschäftigt in dieser Welt, um irgendwas zu tun, um irgendwen zu treffen oder irgendwas zu machen,
es sind alles Prioritäten. Und dieses Vlog, dieses Video steht momentan auf jeden Fall mit ganz oben bei mir. Priorität Nummer 1 ist definitiv mein Hauptjob momentan. Weil der das Geld reinbringt, was ich zum Leben brauche. Was ich brauche, um meine Rechnung zu bezahlen, was ich brauche, um meine Miete zu bezahlen, was ich brauche, um eigentlich alles zu zahlen, was gerade wichtig ist. Deswegen ist mein Hauptjob definitiv auf der Prioritätenliste ganz oben. Gleich danach kommt definitiv Bewegung. Also ich möchte mit Bewegung, mit denen zusammen natürlich, Bliwiko ganz nach vorne bringen, also so weit vorne wie möglich, und dass wir damit richtig Erfolg haben, das wünsche ich mir sehr. Und ich bin mir sicher und ich glaube ganz fest daran, dass wir das auch schaffen können. Warum es noch nicht so ist, hat verschiedene Ursachen, da können wir ein andermal vielleicht drüber reden. Und ich habe es ja auch schon ein paar Mal angedeutet, dass es hier auf Usedom sehr schwer ist, aber es kann eigentlich nicht die Ausrede sein oder nicht nur die Ausrede sein, weil auch hier sind Leute, die eigentlich wollen und Lust drauf haben, und naja, wie auch immer. Und ja, auf Platz 3 kommt eigentlich schon dieses Vlog. Da habe ich momentan richtig Bock drauf, das macht mir richtig Spaß gerade. Naja, und wie gesagt, das sind halt alles Prioritäten, und Priorität Nummer 1 ist mal der Hauptjob. Das Schlimme ist halt, dass es auch der Job ist, der mich am meisten fordert, der mich aber auch am meisten behindert gerade. Die Arbeit, die mich gerade am meisten schlaucht, die mich gerade am meisten fordert und ja, mir wirklich am meisten Energie raubt. Das ärgert mich, das nervt mich, und ja, deswegen will ich diesen Job auch an den Nagel hängen. Das ist auf jeden Fall nicht das, was ich machen will. Vor allem nicht, wie ich es machen will. Yo, she need a change with the seasons. Yo, she need to sign off and leave them. But I know that I won't, cause I don't believe them. But I know the iPhones, the eyeballs, the beepers. Yo, I'm kinda like icons and sneakers. I might leave a light on or lie underneath it. I might hear it right through a mic and a speaker. Life isn't nice, but it's nice to just meet ya. He fights for his life a night with a fever. A night isn't nice with the ice and sativa. I stabbed it with a knife for a fiver and a beaver. Get a drunk body in the trunk of rap ether. Captain Crunch, master of the funk, while I'm neither. I keep it hot in the coldest weather, I'ma heat it up. Heute Mittag war es wirklich richtig knapp. So knapp war es noch nie mit dem Video veröffentlichen und zur Arbeit gehen. Also ich war wirklich Punkt 14 Uhr auf Arbeit. Das war einfach, weil ich dachte, naja, der Hund ist nicht da, kannst alles ein bisschen ruhiger angehen, easy peasy, schaffst du locker. Und abends hatte ich auch überhaupt keinen Bock mehr, mich noch ans Video ranzusetzen. Ich habe mich zwar noch angesetzt, aber habe nicht viel gemacht, und ich war einfach nur erledigt von der Woche und besonders vom Wochenende. Und ja, da der Kopf und der Körper wusste, okay, kannst du ruhig angehen lassen, oder weil man halt diese Einstellung sofort aufnimmt, kam ich morgens auch nicht aus dem Bett. Und naja, so ist es halt, ne? Wenn man vom Kopf her denkt, ja. Und man geht sofort in so einen, ja, Chill-Modus und fängt an zu prokrastinieren und kommt dann nicht aus den Poppen. Darum täglich hier ein Video und so. Heute war ein schöner Montag, wie jeder Montag. Montage sind immer toll, ich weiß es nicht. Klar, es gibt eine Ausnahme, aber nee, ich mag den Montag. Ja, aber ich hoffe, ich habe alles gesagt. Ich habe keine Ahnung, ob oder ob nicht. Aber es ist ja wirklich so, niemand ist so beschäftigt auf dieser Welt. Es ist alles eine Sache von Prioritäten. Und da dieser Job mein Leben finanziert, also Miete bezahlt, Essen bezahlt, Versicherung, alles, was so drumherum gehört und was eigentlich nervig ist, aber was man braucht, wird momentan durchs Kochen finanziert, und von daher ist dieser Job nun mal Priorität Nummer 1. Aber danach kommt sofort Bliwiko und dieses Vlog hier. Das ist die nächste Priorität, absolut. Und ja, ich setze einfach alles daran, das nach vorne zu bringen. Und ich weiß, dass da definitiv noch mehr geht und mehr gehen muss, um es nach
vorne zu bringen, aber naja, ich versuche mich ranzuhalten. Gary Vaynerchuk, Marketing-Experte aus den USA, ein absolut cooler Typ. Ich mag die Type absolut, so typische Ami halt, aber ich mag den Typen echt. Der hat heute ein sehr cooles Statement abgegeben oder gepostet von sich. Das blende ich hier mal ein. Hier. Und ja, genau so ist es, ne? Und deswegen Livico und deswegen jeden Tag ein Video. Ich kann nicht anders, ich muss das, ich will das und naja, das ist der Plan. Da soll es hingehen. Also jeden Tag ein Video und von Livico für Livico mit Livico leben. Oder so. Gut, genug gelabert. Ich hoffe, dieses Vlog war nicht allzu langweilig, auch wenn ich keinen Hund hier habe, mit dem ich rausgehen kann und euch das mehr zeigen kann. Und sowieso hätte ich es nicht geschafft. Wenn ich mich ranhalte und dieses Video jetzt fertig kriege, dann ja, schauen wir mal, was morgen passiert. Dann danke ich euch für eure Aufmerksamkeit und dann sehen wir uns morgen wieder. Tschüss.